Ja, danke schön. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier die Sicht der Bibliotheken in diese Thematik einzubringen. Wie Herr von Gehlen eben schon sagte, kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern wir sitzen eher am Ende der Distributionskette Literatur und versuchen eben Medien und Informationen anzubieten. Das heißt, ich verkörper so gesehen die Sicht der Bibliothek, des Massenpublikums oder des Endverbrauchers. Ich werde mich dabei im Wesentlichen, auch wenn der rechtliche Grundrahmen sowohl für die öffentliche wie die wissenschaftliche Bibliothek gleich ist, eher auf eben Erfahrungen, und die sind in diesem Bereich besonders eklatant, der öffentlichen Bibliotheken konzentrieren. Ich werde auch versuchen, einen Blick in den europäischen Raum zu werfen. Das werden Sie an den Beispielen merken. Und ich hoffe, dass Frau Durantay, wenn ich mich auf das Rechtsgebiet in einigen Punkten bewege, nicht allzu häufig danach korrigieren muss. Herr von Gehlen hat im Übrigen schon unmerklich, als er feststellte, dass dieses Buch nicht in der Stadtbibliothek Essen, aber zumindest hier in der Universitätsbibliothek vorhanden ist, was im Übrigen keine Konkurrenz ist, sondern eher eine Ergänzung, auf eine Problematik aufmerksam gemacht, ohne dass es gemerkt hat, nämlich die Frage von Leihverkehr mit E-Books. Also wir stehen im Grunde genommen jetzt an der Schwelle in die digitale Welt, wo Bibliotheken ihre Probleme bekommen. Und der Begriff Onleihe bezeichnet in dem Falle das, was das Ausleihen, ob der Begriff stimmt, lassen wir mal dahingestellt, beziehungsweise ich komme gleich nochmal darauf zurück, das Ausleihen von E-Books. Nur ganz kurz eben noch in Ergänzung zu Herrn Ernst, was meinen persönlichen Hintergrund betrifft. Ich bin Präsident von eBLIDA, also einer europäischen Lobbyorganisation für Bibliotheken, die eben in Brüssel Lobbyarbeit betrifft, auch wenn das Büro in Den Haag ist, aber dort sind viele Bibliotheksorganisationen eben vertreten. Vielleicht noch mal so ein paar Selbstverständlichkeiten, die aber deutlich machen sollen, an welchem Punkt wir denn im Augenblick eigentlich stehen. Ich werde Ihnen jetzt auch keine kleine Bibliotheksgeschichte von der mittelalterlichen Klosterbibliothek zum eingliedrigen Universitätssystem hier halten. Aber natürlich hat das Lizenzgeschäft spätestens mit der Integration von Datenbanken eben in das Medien- und Informationsangebot einer Bibliothek Einzug gehalten. Datenbanken, die in der Bibliothek, auf dem Campus oder im Remote-Zugriff für registrierte Nutzer verfügbar sind. Und wir haben eben diese Entwicklung von physischen Medien immer mitgemacht, mit mehr oder weniger großen Diskussionen, das heißt vom Buch über CDs, über DVDs und dergleichen, die ja auch alle unter dem gleichen Urheberrecht liefen. Und nun kommt etwas hinzu, ein Medium, das eben Konfliktstoff bietet. Und Herr von Gehlen hat ja eben schon auf die parallelen Welten hingewiesen. Und wir haben es hier mit einem Urheberrecht zu tun, das im materiellen Bereich gut funktioniert und ich behaupte mal, auch für Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sagen zu können, wo die Verwertung, wo die Autorenvergütung und die Verwertungsgesellschaften funktionieren. Das aber alles für den materiellen Bereich. Und jetzt haben wir E-Books. Und wir haben eben erhebliche Unterschiede in dem, was eben die materielle Welt ausmacht und dem, was eben die immaterielle Welt ausmacht. Sei es nun von der Größe, wie groß ist ein E-Book, anders gemessen als etwa in dem Seitenumfang, in den biografischen Angaben von 352 Seiten. Papier existiert ohnehin nicht mehr, von dem Gerät, das dafür notwendig wird, es nutzen zu können, in der Abnutzung, die im Grunde genommen nicht stattfindet, in den Vertriebswegen, ein höchst interessantes Problem. Von daher wäre jetzt die Kollegin vom Börsenverein zugegen oder ein Verlag zugegen, dann würde ich durchaus
als der böse Bibliothekar gelten, aber auch darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Die Verfügbarkeit eben, auch das wird eben vielfach suggeriert, dass die eben diese digitale Welt ständig, jederzeit und an jedem Ort verfügbar ist, als etwa der lokale Bibliotheksbestand. Von den Vorteilen mal ganz zu schweigen, etwa Volltextsuche, die Sie ja auch von anderen Instrumentalien her kennen. Was wir im Grunde genommen noch nicht ganz genau wissen, ist aber, wie sich dies alles, wie sich diese Medien und insbesondere die E-Books auswirken auf das Lesen, auf die veränderten Rollen von Autoren, Verlagen, Großhändlern, Buchhändlern und eben Bibliotheken. Es gibt Ansätze dafür. Ich will auf einige Gerüchte auch im Laufe der Präsentation und ich versuche ein bisschen Zeit reinzuholen, damit wir im Zeitplan bleiben, aber durchaus noch eingehen. Ja, sind nun E-Books Bücher, so wie sie Books heißen, oder sind es keine? Haben wir eben eine parallele Welt oder welche Vergleichbarkeiten existieren eigentlich? Denken Sie beispielsweise an die Mehrwertsteuer. Dort haben E-Books einen anderen Mehrwertsteuersatz als die gedruckten Bücher, die eben einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% haben. Eine Preisbindung, die es fürs gedruckte Buch existiert, behauptet und ist inzwischen durch Gutachten weitestgehend belegt, behauptet der Börsenverein, die Preisbindung existiere auch für E-Books. Ich bin da etwas gegenteiliger Auffassung und werde Ihnen das auch an einem Beispiel dann aufzeigen. Es ist also spannend festzustellen, an welchen Punkten der Auseinandersetzung die Analogie zwischen dem Analogen und dem Digitalen hergestellt wird und an welchen Punkten sie auch vermieden wird. Was wir meines Erachtens bereits konstatieren müssen, ist, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen und Regelungen nicht ausreichen, um diesen Teil der Literaturvermittlung zu ordnen, es sei denn, man nimmt die konsequente Haltung ein, dass der Markt dies alles schon regulieren würde. Eine Haltung, die im Übrigen die Europäische Kommission einnimmt, die sich gar nicht, intensiver mit dem Urheberrecht oder mit einem neuen Urheberrecht auseinandersetzen würde, sondern eher auf die regulierenden Kräfte des Marktes setzt. So, dann müsste man sich meines Erachtens aber auch konsequenterweise bei den hergestellten Analogien bewusst zurückhalten. Was passiert eigentlich beim Kaufen und Verleihen von, in dem Falle, physischen Medien? Es gibt auch den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz, den jeder von uns hier im Raum, wenn er ein Buch kauft, im Grunde genommen juristisch erfüllt. Man erwirbt das Buch und danach können Sie machen mit dem Buch, was Sie möchten. Es gibt bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel vollständiges Kopieren, so wie wir es Anfang der 80er Jahre mit den Raubkopien hatten, sind eben vom Urheberrecht nicht zulässig. Aber Sie können es verleihen, Sie können es Ihrer Freundin geben, Sie dürfen es nicht vermieten, Sie können es an die Wand nageln, Sie können damit eine Bibliothek aufmachen, Sie dürfen alles damit. Was die wenigsten in dem Zusammenhang wissen, ist, dass auch vom Verleih die Rechte des Autoren sind oder der Autorin sind damit abgegolten. Und was die wenigsten wissen, dass sogar auch vom Verleih und vom Kopieren Autoren, hier in der Bundesrepublik zumindest, mittels einer Ausschüttung der Bibliothekstantieme auch nochmal monetär profitieren. Das heißt, das, was ja so kostenlos erscheint, wenn Sie ein Buch in der Bibliothek ausleihen, dann hat der Autor dennoch etwas davon, weil diese Verleihzahlen eben in die Ausschüttung der VG Wort einfließen. VG Wort ist vielleicht nicht so bekannt wie eben die GEMA, wo es eben das Gleiche ist wie für Musik. So, wie sieht es denn aber mit dem Kaufen und Verleihen von E-Books aus? Da ist es ganz anders und es passen auch die Begrifflichkeit, die wir im Grunde genommen auch selber übertragen haben, passen gar nicht mehr mit all den rechtlichen Konsequenzen.
Wenn Sie sich jetzt ein E-Book ausleihen, egal ob bei Amazon, die ja auch eine Verleihbücherei haben, oder eben über die Onleihe, einem Unternehmen, in dem die Bibliotheken, die öffentlichen Bibliotheken involviert sind, so trifft der Paragraph 604 des BGB überhaupt nicht zu. Der Paragraph 604 BGB heißt Rückgabepflicht. Zitat: Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ablauf der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben. Sie können ein E-Book nicht zurückgeben. Haben Sie es dann geliehen? Ich bin mal auf Ihre Antwort gespannt. Hat jemand von Ihnen schon mal ein E-Book gekauft und sich dann die 15-seitigen Geschäftsbedingungen angeschaut, die Sie damit unterzeichnet haben? Ich zitiere mal aus, die sind beliebig im Grunde genommen. Sie haben damit erworben ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht. Die Weitergabe, ob in digitaler Form, per Datenfernübertragung oder in analoger Form, ist Ihnen nicht gestattet und gegebenenfalls strafbar. Oder treiben wir es noch mal ein bisschen weiter. Die, jetzt lasse ich den Namen weg, oder der Verlag, behält sich daher das Recht vor, die Möglichkeit zum erneuten Datendownload von E-Books jederzeit vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen und oder einzelne E-Books aus dem Kundenkonto des Kunden zu löschen. Jetzt stellen Sie sich das mal für zu Hause vor. Sie hatten ein E-Book gekauft? Ja, gut. Sie haben wahrscheinlich auch mal ein gedrucktes Buch gekauft. Nee, die Reihe dahinter, aber ich gehe davon aus, dass das auch auf Sie zutrifft. Ich komme mal zu Ihnen nach Hause und nehme Ihnen das Buch wieder aus dem Regal. Im Grunde genommen passiert nichts anderes durch diese Geschäftsbedingungen. Das weiß oder ahnt nur kaum jemand. Das ist so gesehen, und ich werde jetzt in Abwesenheit des Börsenvereins mal ein bisschen frecher, was ist denn der Trick daran, der rechtliche Rahmen, der dahinter steckt, wenn eben der Erschöpfungsgrundsatz für ein materielles Medium nicht mehr gilt, dann werden Lizenzen ausgehandelt. Das geschieht im Übrigen auch eben über einen Aggregator, in dem Falle für die Onleihe, für das Verleihen von E-Books durch öffentliche Bibliotheken. Ich habe hier Ihnen mal ein paar der Lizenzierungsmodelle aufgezeichnet und werde Ihnen auch, die sind aus dem europäischen Raum ein bisschen zusammengesammelt, aber sind eben auf dem Markt verbreitet. Auf dieses erste Kriterium, nämlich, dass es gar keine Lizenz für eine Bibliothek gibt, komme ich nachher nochmal zu sprechen, auch anhand von Beispielen. Das zweite, und da frage ich auch nochmal nach der Preisbindung, sind, dass Bibliotheken eben höhere Preise für E-Books zahlen als Sie als Normalkunde. Warum eigentlich? Die Begrenzung auf ein Jahr, das gibt es auch. Dann komme ich eben nach einem Jahr zu Ihnen und hole Ihnen das Buch wieder aus dem Regal. Oder Sie zahlen es eben neu. Man hat dann versucht, das sind Beispiele aus Norwegen und Kanada, etwa eben die Welt des Analogen zu übertragen und zu sagen, wie lange hält denn ein Buch? In dem Falle in einer Bibliothek, weniger vom Inhaltlichen als vom Händelbaren. Wie viele Ausleihen hält denn ein Buch aus? Kann man sagen, ja, 55. Also Simon und Schuster in den USA hatte erstmal das Limit auf 26 gesetzt. Das heißt, wenn 26 Entleiher dieses E-Book ausgeliehen hatten, dann war die Lizenz erlöscht und die Bibliothek durfte neu zahlen. Das heißt nichts von dem, wie Bestand aufgebaut und gesammelt wird, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt ist dies nicht mehr verfügbar. Interessante Frage auch, etwa im Hinblick darauf, wie sieht es denn aus mit Medien, die nicht mehr im Buchhandel lieferbar sind? Wo bleiben die denn eigentlich? Oder wo bleiben E-Books, wenn ein Verlag pleite ist? Wie sieht denn da das, in Anführungsstrichen, Frau Juristin, das Eigentumsrecht an einer Bibliothek aus?
Beliebt aus Dänemark, die haben offenbar mehr Geld, eine Gebühr pro Ausleihe. Oder dass, wir sind es ja gewohnt, wir wissen, wann die neueste Folge von 50 Shades of Grey erscheint. Das E-Book ist für Bibliotheken erst verfügbar nach einer bestimmten Anzahl von Monaten. Also nicht zum Erstveröffentlichungsdatum 17. Januar 2015. Was durchaus verständlich ist, das ist dann auch wieder die Übertragung, so gesehen, des Analogen auf das Digitale, ist die Frage, eine Lizenz, ein Nutzer. Das ist übrigens anders, wenn Sie auf kommerzielle Plattformen gehen von Verlagen. Dort ist es natürlich egal, wie viele Nutzer zugreifen, da diese Nutzer auch alle gezahlt haben. Hier in der Bibliothek ist es so, wäre es so, als wenn eben dieses Buch aus dem Regal entliehen ist und von daher kommt auch kein anderer an diesen Zugriff ran. Da haben sich zwar auch inzwischen andere Lizenzierungsmodelle entwickelt, wo also Parallellizenzen bis zu einer bestimmten Anzahl verfügbar sind, aber das ist noch die Ausnahme. Auch die Frage der verwendbaren Geräte oder zusätzlicher Möglichkeiten wie Kopie oder Ausdruck sind natürlich alles einzeln verhandelbare Dinge im Rahmen eines Lizenzvertrages. Bis zu der Frage, muss ich das in der Bibliothek downloaden oder kann ich es auch von zu Hause aus? Stellen Sie sich vor, 3.248 deutsche Bibliotheken würden jetzt mit 4.200 deutschen Verlagen über jedes einzelne E-Book solche Lizenzen aushandeln. Aber das wäre im Grunde genommen das Extrem und die Antipode zu dem, was das Urheberrecht bislang für Bücher geregelt hat. Ich zeige Ihnen mal, ich hoffe, das ist zu lesen, anhand von drei Auszügen, wie denn die Verfügbarkeit für Bibliotheken eigentlich aussieht. Wenn Sie, wie Herr von Gehlen jetzt recherchiert hat, in der Stadtbibliothek nach einem bestimmten Titel enttäuscht war, aber dann hätten wir ihn an die Universitätsbibliothek eben verwiesen. Sind denn überhaupt alle E-Books, die auf dem Markt verfügbar sind, für Bibliotheken erhältlich? Kommt zu den ersten Kriterien zurück. Das ist eine Untersuchung aus Österreich, wo es eben für Einzelabnehmer etwa 59 Titel aus der Bestsellerliste gab, oder nehmen wir die Spiegel-Bestsellerliste, 38. Wer keine Lizenz freigegeben hatte, war Stephen King. Deshalb normalerweise würde da 40 stehen. Nur 19, also die Hälfte der verfügbaren auf dem Markt erhältlichen E-Books sind überhaupt für Bibliotheken zugänglich. Mir wird als Bibliothek ein Markt versperrt. Zumindest in dieser medialen Form. Hier auch nochmal vom Herbst, Spiegel, Bestseller, Hardcover und Paperback, da sind es 39, da hängt immer noch Stephen King mit drin. Auch da ist die Anzahl der verfügbaren Lizenzen wesentlich geringer als das, was auf dem Markt ist. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein Beispiel aus den USA, wenn ich sage, ich möchte keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland. Dabei muss man bedenken, dass es eben in den USA keine Preisbindung gibt und es gibt auch keine Verwertungsgesellschaften für Autoren. Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob 50 Shades of Grey mit drauf ist aus diesem Zeitraum. Es ist beispielsweise so, bei dem Titel auf Linie 7, der im Handel gedruckt verfügbar ist für 15,51 Dollar oder für Bibliotheken und für 15,72 bei Barnes & Noble für Normalkunden als Lizenz dann 75 Dollar kostet für eine Bibliothek. Während das E-Book für den Konsumenten für 12,99 Dollar verfügbar ist. Und all dort, wo Sie Sternchen sehen, sind das alles Bücher, die als E-Book für Bibliotheken nicht verfügbar sind. Es gibt derzeit im Grunde genommen drei unterschiedliche Strategiezwänge, wie mit dieser Situation umzugehen ist.
Zum einen lassen sich Musterprozesse führen. Das geschieht im Augenblick in unter anderem in zwei Fällen, die ich hier mal herausgreifen will. Das Landgericht Bielefeld hat den Gebrauchtverkauf von E-Books, denn sie dürfen auch E-Books nicht weiterverkaufen, nicht so wie mit ihrem gedruckten Buch, und anderen digitalen Dateien ohne Zustimmung des Rechtsinhabers als urheberrechtswidrig eingestuft. So eine Klage der Verbraucherzentrale in der ersten Instanz, die allerdings auch in die zweite Instanz gehen werden. Das ist auf Grundlage des bestehenden Rechtes durchaus verständlich. Das ist nach den derzeitigen gültigen Worten völlig okay, dieses Urteil. Es knabbert nur eben an dieser grundsätzlichen Fragestellung, ob nicht eben diese Problematik eine Veränderung des Rechtes im digitalen Bereich zur Konsequenz haben muss. Auf der anderen Seite ist die Argumentation der Verbraucher in diesem Fall durchaus verständlich und hoffentlich auch Ihnen, denn dem Verbraucher, ich zitiere, werde durch Verwendung von Begriffen aus dem Kaufrecht suggeriert, dass er das Eigentum an der heruntergeladenen Mediendatei erwerbe und nicht nur ein Nutzungsrecht und über diese frei verfügen könne. Dem Käufer würden Produkte als handelbare Ware angeboten, doch der Weiterverkauf untersagt. Das geht im Grunde genommen noch weit, hat auch einen Vorlauf dahingehend, dass es im Jahre 2012 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegeben hat, der den Weiterverkauf von Software als zulässig erklärt hat. Und da streiten sich derzeit und glaube ich auch noch auf längere Zeit die Experten, wäre dieses Urteil, das auf einer bestimmten Rahmenrichtlinie der Europäischen Kommission beruht, wäre dies auch anwendbar etwa auf E-Books. Das ist nicht geklärt und das wird sicherlich auch irgendwann hoffentlich zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes in dieser Sache führen, denn die holländischen Bibliotheken haben erkennen müssen, dass auch ihr gültiges Urheberrecht und damit auch Verleihrecht gar nicht anwendbar ist auf das Verleihen von E-Books. Jedenfalls nicht unter diesen rechtlichen Bestimmungen, sondern nur eben aus den frei verhandelten Lizenzen. Das heißt, es fehlt ihnen so gesehen für einen normalen Betrieb eine rechtliche Grundlage dafür und von daher wird seitens des holländischen Verbandes ein Musterprozess in Brüssel geführt, in Den Haag. In Den Haag geführt, um diese Problematik zu lösen. Wir können ja nun die Welt nicht stillstehen lassen und wie Herr von Gehlen gezeigt hat, gibt es ja auch Beispiele, wie mit solchen Situationen anders verfahren werden kann. Auf Seiten der Bibliothek gibt es im Augenblick drei Strategien, eben Musterprozesse zu führen, Standardlizenzen möglichst auszuhandeln oder eben langfristig perspektivisch zu versuchen, ein grundlegendes Digitalrecht zu schaffen, das diese Probleme löst. Worüber regen wir uns eigentlich im Augenblick auf? Vor 2 Jahren hätten wir gesagt, wir sprechen über 1% des Buchmarktes. 1%. Es sind nicht nur 21 der deutschen Bürgerinnen, die E-Books lesen, sondern natürlich heutzutage 21%. Es werden in Bibliotheken sind im Jahre 2013 7 Millionen E-Books downgeloadet worden, jedenfalls was die öffentlichen Bibliotheken betrifft. Was den Streit unter anderem auslöst, ist der Vorwurf, dass eben über diese Plattform damit illegale Kopien hergestellt werden könnten und somit auf den Markt gebracht werden. Und wie eine Untersuchung holländischer E-Reader gezeigt hat, waren 88% der E-Books auf diesen Readern nicht gekauft. Vorsicht, dabei müssen Sie natürlich abziehen die urheberrechtsfreien Werke, also 75 Jahre nach dem Tod des Autors. Da sind natürlich auf den holländischen Readern ganz viele Goethes und Brentanos und wer auch immer drauf, also ziehen wir mal 0,02% ab. Aber man sieht, man muss akzeptieren, dass
auch wenn, ich glaube, letzte Woche wieder eine Plattform vom Netz gegangen ist, dass eben aufgrund des Kopierbaren dieser Markt Angst hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Haben wir damit überhaupt mit einem längerfristigen Problem zu tun? Fragezeichen. Der Umsatzanteil von E-Books in den USA stagniert zumindest im Augenblick und liegt bei etwa 25-27%. Für Deutschland ist als Endergebnis 2013 prognostiziert etwa 10%. Halte ich für persönlich für noch ein bisschen zu hoch, aber sei es drum. Dass dieser Markt, dieser digitale Markt viel schneller ist als die Verlagslandschaft im Grunde genommen mit dieser Problematik umzugehen gelernt hat, zeigt die Tatsache, dass 53% der deutschen Verlage überhaupt nur E-Books anbieten, bislang. Auf der anderen Seite gibt es eben, das ist vielleicht eine interessante Zahl inzwischen, über die Plattform des Börsenvereins Librica fast 1 Million E-Books, nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus anderen Ländern verfügbar und ja, käuflich zu erwerben oder den zeitlichen Zugang zu bekommen, eben über Librica. Ich will hier auch ganz offen mit Ihnen darüber sprechen, was eben neu für Bibliotheken ist, dass sie sich eben durch Geschäftspraktiken von Verlagen bedroht fühlen, sondern dass es inzwischen eben auch kommerzielle Bibliotheken gibt. Ich bin groß geworden noch. An der Straßenecke gab es eine Leihbücherei, da zahlte man 10 Pfennig für den Bestseller und konnte sich den dann 2 Wochen ausleihen. Es war also eine Frau, die eben in ihrem kleinen Ladenlokal von 15 Quadratmetern eben damit ihren Broterwerb finanzierte. Gesellschaftlich befürchte ich, und das ist auch eine Haltung der Bibliotheken, aufgrund der kommerziellen Angebote, wenn Sie sich beispielsweise mal Scooby oder andere Plattformen anschauen, wo Sie eben E-Books auch leihen können für 9,99 Euro im Monat. Vergleichen Sie mal mit der Büchereikarte für die Universitätsbibliothek oder für die Stadtbibliothek. Dass hier eine digitale Kluft entstehen wird zwischen denen, die sich eben dieses Medium leisten können und denen, die es eben nicht kriegen. Und wenn sie es in der öffentlichen Bibliothek oder in der wissenschaftlichen Bibliothek über die Lizenz nicht bekommen können, weil die Bibliothek die Lizenz nicht bekommt, dann sehen sie noch älter aus. Nur ganz kurz, ich brauche jetzt weder Werbung für die Stadtbibliothek zu machen, sondern nur Ihnen dies zu illustrieren, was eben auch dann nochmal unter dem Begriff Onleihe zu verstehen ist. Das ist halt ein Aggregator, der stellvertretend im Grunde genommen für alle Bibliotheken ein Angebot aushandelt mit den Verlagen, die eben dann dieses Angebot den Bibliotheken machen, diese Plattform verwalten und eben die Möglichkeit des Downloads ermöglichen. Inzwischen sind rund 50% der deutschen öffentlichen Bibliotheken Nutzer dieser Onleihe und können damit ihren Bestand zusammenstellen. Auch da in Abwesenheit des Börsenvereins plaudere ich durchaus aus, dass es Stress mit Verlagen gegeben hat, als beispielsweise die Stadtbibliothek Dresden sagte, Sie können sich hier online registrieren, das heißt, auch wenn Sie in Hamburg wohnen, können Sie die Bibliothek in Dresden benutzen und Sie können damit auch von Hamburg E-Books downloaden. Es folgten gleich die sofortigen Androhungen von Verlagen, ginge nicht, also wenn dann überhaupt, wäre dies möglich im Umkreis von Dresden. So könnte ja sonst jeder aus der Bibliothek, aus Deutschland in einer Bibliothek zugreifen. Dass dies dann genau analog dazu führt, dass das Buch ausgeliehen ist und damit
natürlich möglicherweise einen weiteren Verkauf von Lizenzen fördern würde, das wird meines Erachtens kurzfristig nicht gesehen. Und es zeigen auch jüngste Untersuchungen, dass jemand, wo wir früher gesagt haben und auch es Studien für gab, wer ausleiht, kauft auch und umgekehrt, wer kauft, leiht auch aus, dass so gesehen keine Konkurrenz, keine direkte Konkurrenz zwischen Buchhandel und Bibliothek gegeben ist, so zeichnet sich das inzwischen auch für den E-Markt ab. Also wer downloadet, will nicht nur Zugriff haben, er will auch zum Teil, oder er oder sie will auch zum Teil besitzen. Von daher haben wir, was Europa betrifft, weiterhin oder im Augenblick eine rechtliche Unsicherheit, was die E-Books betrifft. Wir hoffen mal irgendwann auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Es gibt Mitglieder im Europäischen Parlament, die an Barroso ein Schreiben verfasst haben und eben ein neues Urheberrecht verlangen. Und auch die Kommissar Kroes, Nelly Kroes, hat auf einer Schlussveranstaltung, als es um Lizenzen ging, gesagt, dass es ein ongoing review of the European Copyright Framework geben müsse. Ich kann Ihnen nur berichten, dass solche Veranstaltungen mit dem Europäischen Verlegerverband für Bibliotheken ein unliebsames Unternehmen sind, weil eben dann von Begriffen wie Kannibalisierung die Rede ist. Und ich weiß wohl, dass Zwangslizenz ein juristischer Begriff ist, aber als die Thematik der E-Books sogar Zugang fand in die Verhandlungen über die Große Koalition und im Koalitionspapier aufgenommen worden sind, sprach der Börsenverein gleich davon, dass er Zwangslizenzen für Bibliotheken dem nun überhaupt nicht zustimmen würde. Was ist eigentlich die Sicht der Bibliotheken? Uns ist dabei wichtig, anders als dann etwa kommerziellen Unternehmen, die natürlich genau wissen und was sie ihnen dann als nächstes empfehlen würden, dass eben Schutz der Leserdaten gegeben sein muss und deren Nutzerverhalten, dass sowohl von der Bibliothek als auch von zu Hause aus ein Zugriff möglich sein muss, dass es standardisierte Formate geben sollte. Und die Frage des Leihverkehrs hatte ich ja bei meiner Einleitung schon erwähnt, dass es auch keine Einschränkung geben dürfe bei nicht mehr lieferbaren Titeln. Ich würde mal behaupten, die Hälfte Ihres Bestandes und meines Bestandes besteht aus Titeln, die nicht mehr auf dem Buchmarkt verfügbar sind, die aber als Bestand, als Ihre Forschungsquelle oder als Ihre Unterhaltungsliteratur durchaus weiterhin von Wert sind. Und deshalb fett, alle veröffentlichten Bücher sollten auch als E-Book verfügbar für Bibliotheken sein. Im Grunde genommen ist das nochmal eine Zusammenfassung, dass es eben derzeit keine europäische Lösung gibt. Man muss auch sehen, dass es kein ausgeprägtes politisches Bewusstsein für diese Frage bislang gibt, weil das Web eben andere Eindrücke vermittelt, wie schon umrissen. Frage auch des länderübergreifenden Handels mit E-Books, der erstmal geklärt zu sein scheint, denn woher kommen denn Ihre E-Books, die Sie bei Amazon kaufen? Nicht aus Deutschland. Die kommen aus Luxemburg, weil Luxemburg den niedrigsten Mehrwertsteuersatz hat, nämlich 3%. Das wird sich 2015 ändern, wenn der Mehrwertsteuersatz des Empfängerlandes relevant wird. Die Frage der Standardisierung, Preisbindung, Mehrwertsteuer hatte ich schon genannt. Und auch, was vielen erst im Laufe der letzten Monate, glaube ich, deutlich geworden ist, dass es eben im E-Book-Bereich geschlossene Systeme gibt, wie etwa Amazon und der Kindle, und eben offene Systeme. Archivierung von E-Books, eine interessante Frage, die ich hier gar nicht mit Blick auf die Uhr noch näher erläutern will, und eben der Leihverkehr. Und wenn man sich eben diesen kommerziellen Markt anschaut, und ich will da nicht jetzt im Einzelnen die Urteile zitieren, was Preisabsprachen etwa auf dem amerikanischen E-Book-Markt
betrifft, die ja im letzten Jahr festgestellt worden sind. Oder eben der berühmte Fall der Amazon, der norwegischen Amazon-Kundin, der mal eben der Zugang zu ihrem E-Book entzogen worden ist, weil die Geschäftsbeziehungen zwischen Amazon und ihr liefen nicht ganz so gut. Das nur am Rande erwähnt. Von daher haben die Bibliotheken eben Prinzipien aufgestellt. Den ersten hatte ich schon zitiert, dass eben Bibliothekskunden Zugang zu allen möglichen lieferbaren Medien haben sollten, egal in welchem Format. Denn, ich sag mal, in einer öffentlichen Bibliothek werden wir nachgefragt, nach dem Buch, nach der Audiodatei oder nach dem Hörbuch oder eben im E-Book-Format. Und wir sollten auch die Möglichkeit haben, eben diese auf andere Plattformen übertragen zu können und damit langfristig auch zu sichern und nicht zeitlichen Beschränkungen zu unterliegen. Von mir so ein demokratischer Ansatz hineingebracht, Kunden müssen eben die Möglichkeit der freien Wahl des Mediums haben. Sicherlich haben dadurch die Kampagnen, die initiiert worden sind von Bibliotheken gegen das Geschäftsgebaren von Verlagen, nicht gerade immer zur positiven Atmosphäre beigetragen. Wenn Sie beispielsweise links die Initiative des schwedischen Bibliotheksverbandes sehen, Say Hello to Your New Librarian, und der Kollege sieht nun wirklich nicht nach einem Kollegen von mir aus, sondern eher nach einem Verleger, der nämlich dadurch im Grunde genommen indirekt Bestandspolitik bei Bibliotheken macht, indem er eben den Markt für Bibliotheken nicht zugänglich macht. Die Frage, die uns, und damit will ich auch zum Schluss kommen, die uns eben umtreibt, ist auch, und damit haben wir im Grunde genommen zum ersten Mal damit zu tun, wir haben die Fragestellung des E-Books, aber was kommt nach dem E-Book als nächstes Medium oder in welcher Form? Das heißt, wird die Bibliothek nur noch als Printmuseum existieren? Das heißt, wir haben eben nur noch das, was eben physisch nach dem alten Urheberrecht vorliegt. Und alles Weitere wird uns verschlossen. Ich möchte jedenfalls nicht 300 Jahre warten, bis es eben dann vielleicht ein digitales Recht gibt. Und hoffe, dass unter anderem eben durch die Aufnahme dieser Fragestellung ins Koalitionspapier vom Justizministerium oder eben auf europäischer Ebene dann Initiativen ausgehen. Wie langsam ein solcher Markt aber durchaus oder eine solche Landschaft reagiert, zeigt die Tatsache, das war gestern im Buchreport zu lesen, also der Buchhandelszeitschrift, dass der novellierte Autoren-Normvertrag nun sogar E-Books berücksichtigt. Und das im Jahre 2014. Ich danke Ihnen. Herr Böttger, wir danken Ihnen. Das war jetzt natürlich nochmal viel Material aus der Praxis mit auch, denke ich, einigen sehr spannenden Zahlen. Gibt es von Ihrer Seite aus dazu direkt ergänzende Fragen, Kommentare? Ich habe was vergessen. Ich hatte letzte Woche noch einen Begriff gelesen, den würde ich gerne noch einbringen, vielleicht auch noch mal zu Ihrer Verwunderung. Wenn Sie ein Auto kaufen oder eine Waschmaschine, dann haben Sie ja ein Rücktrittsrecht, oder? 2 Wochen Einspruch? Gibt es im Digitalen nicht. Gibt es noch nicht ein offizielles digitales Rücktrittsrecht. Aber da werde ich gleich, glaube ich, die Belehrung bekommen. Entschuldigung. Bevor wir gleich über... muss ich mich mal vorstellen, ich heiße Dirk von Gehlen. Ich habe 2 Fragen. Das eine ist die Frage von Lizenzierung. Und ich kaufe sozusagen kein Buch, sondern Nutzungsrecht. Spielt ja nochmal in die These rein, dass Bücher zu Software werden, was ich gerade gesagt habe. Führt aber zu 2 Fragen, sehr konkret die Existenz von Bibliotheken erstmal aus meiner Lesersicht sehr befördern und dann aber auch sofort in Frage stellen sollte. Denn das, was Sie aus Dresden beschrieben haben, heißt ja zum einen, dass wir alle als die Stadtbibliotheken mitfinanzieren und aus guten Gründen, um Bildung an die Menschen zu bringen,
auch gutheißen, uns dafür einsetzen sollten, dem Börsenverein zu sagen, E-Books auch in die Stadtbüchereien. Ja, das macht uns gerade nicht zu freuen. Das ist der Grund, warum Lorenz Lessig, der Erfinder der Creative Commons Lizenzen, Sie, nicht Sie persönlich, aber die Bibliotheken zu den Fürsprechern der Leser, also zu der Lobby der Leser gemacht hat. Die erste Frage ist, warum treten Sie da nicht selbstbewusster auf, im Sinne von Orte des Lesens klarer zu positionieren? Wir diskutieren immer noch über die physischen Bücher, aber eigentlich ist die Bibliothek ein Ort des Lesens. Das, was Amazon, Goodreads, Soapbooks, also diese ganzen Plattformen, die jetzt uns sozusagen Social Reading anbieten, das müssten doch eigentlich Bibliotheken tun und sozusagen da Leseerlebnisse schaffen. Wenn Bibliotheken das aber tun, und das ist dann die kritische Frage als zweite, dann brauche ich davon nicht in Essen, Duisburg, Dortmund und Bottrop eine, sondern ich brauche eigentlich eine in Deutschland mit ein paar Niederlassungen. Heißt, es ist dann schon sinnvoll, dass es in meiner Stadt noch einen Ort gibt, wo ich hingehen kann. Aber ob ich das Buch jetzt aus Dresden runterlade oder aus Essen-Rüttenscheid, ist ganz ehrlich gesagt eine Frage, die man dann mit Lizenzbestimmungen regeln kann. Aber für jemanden, der das benutzt, ist das egal, wo das herkommt, das ist ein digitales Gut. Ja. Also erstens, warum treten Sie da nicht lauter auf? Vor dem Hintergrund, dass Sie im zweiten Schritt eigentlich versuchen müssten, Ihre eigene Existenz zu begründen, weil Sie sonst in Frage gestellt würden. Das ist vollkommen richtig. Das ist auch im Grunde genommen unsere Angst und uns ist durchaus auch mal von einem ehemaligen Bundespräsidenten der Vorwurf eingehandelt worden, ihr seid zu leise. Woran das jetzt an diesem Beruf liegt, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht mit Ihnen ausdiskutieren wollen. Wir haben die Initiative ergriffen. Es wird passenderweise zum Welttag des Buches, Klammer auf, und des Urheberrechts, dieser Tag ist auch Welttag des Urheberrechts, am 23. April eine europaweite Aktion geben unter dem Titel The Right to E-Read. Das Recht wollen wir haben. Das ist vielleicht der erste Teil der Antwort. Der zweite ist, darauf könnte ich jetzt selbstzerstörerisch dahingehend antworten, wenn es nur um die Verfügbarkeit von Medien und Informationen geht und diese im Jahre 2030 alle für alle und kostenfrei oder kostengünstig irgendwie verfügbar sind, dann mache ich gern meine Bibliothek zu, wenn da keiner an diesen Ort kommen will. Nur, wir haben es hier damit zu tun, dass wir, und das zeigt sich in den letzten Jahren wesentlich stärker, und damit folgen wir im Grunde genommen einer Tendenz, die der Aufgabe einer Universitätsbibliothek inhärent ist, wir werden immer stärker zum Lernort. Das heißt, das Zusammentreffen von Menschen an diesem Ort mit Medien und die Vermittlung, die steht im Vordergrund und wird immer existenzieller. Und solange wir ihre beiden Parallelwelten haben, sehe ich die Existenz der Bibliotheken relativ ungefährdet, wenn man nicht die desaströsen kommunalen Finanzstrukturen im Hinterkopf hat. Also, okay. Hermann Kölfen, bin ja hier als Vertreter sozusagen der Wissenschaft und eines kleinen Verlages, also auch eine bedrohte Art. Kleiner Wissenschaftsverlag ist ja eine ganz andere Perspektive, als es die Großverlage haben, auch gerade beim E-Book. Ja. Wir haben seit der Gründung 2007 von vornherein E-Books gemacht und hätten die gerne auch, ne, genauso verkauft, wie vielleicht auch die Stadtbibliotheken die haben wollen. Mhm. Es scheitert dann an der Technik. Das heißt also, auch der Weiterverkauf von Büchern, der gebrauchte Verkauf, ne, könnte ich mir als Verleger sehr gut vorstellen. Ich glaube, das muss man analog führen, dass man sagt, wenn ich ein Buch kaufe, das muss mich eigentlich in den gleichen Rechtsstand versetzen, als wenn ich ein E-Book kaufe, das muss gleich sein. Ne? Jetzt wäre die Frage, aufgrund der momentanen technischen Einschränkungen geht das eben noch nicht. Das heißt, ich kann ja, wenn ich das Buch weggebe, es zu Hause nicht mehr lesen. Das wäre ja die Idee dahinter. Ne? Wenn ich jetzt ein Buch an Freunde verleihe, habe ich es ja selbst nicht mehr. Das ist beim E-Book anders. Wenn ich es weitergebe, habe ich es zu Hause auch noch, habe also praktisch dann doch eine Kopie gemacht und habe das nicht weitergegeben. Ginge es technisch, wäre es kein Problem. Ich glaube, dann könnten viele Verlage auch gut damit leben. Jetzt wäre meine Frage, nachdem Sie aufgezählt haben, was die Verlage Ihnen zumuten an Kessheiten sozusagen, ne? Was wäre denn Ihr Geschäftsmodell, was Sie gerne hätten, wo Sie sagen würden, da kommen Autoren und Verlage zum Recht, aber wir als Online-Bibliothek
können damit auch leben. Da würde ich jetzt das gerade genannte einschließen, Archivierung, Besitz, ne, wenn man es einmal erworben hat, und die Weitergabe. Ja. Das lässt sich relativ einfach beantworten, wobei ich dann suffisanterweise im Grunde genommen auf den analogen Bereich wieder zurückspringen würde. Das heißt, die Frage natürlich der Anzahl von Lizenzen zu einem, ich sag mal, preisgebunden in einem Preisniveau, das in etwa der Preisbindung entspricht. Man darf durchaus in Betracht ziehen, dass ja auch das Rabattgesetz oder das Preisbindungsgesetz eine Rabattierung für Bibliotheken von 5-10% vorsieht, was ja an diesen Beispielen durchaus nicht darstellbar war. Ich glaube, dass man bei der Technik und bei der Sicherung, und da stellt sich auch noch mal eine andere Frage, die Herr von Gehlen schon angerissen hat. Es hat sich ja gezeigt, dass wenn, ich sag mal, kostengünstige, legale Möglichkeiten des Downloads im Bereich der Musik bestehen, dann geht der illegale Bereich fast automatisch sofort zurück. Das heißt, man müsste eben technisch das sicherstellen, was die Verlage möchten. Es ist nur leider so, es sind nicht die kleinen Verlage. Es sind die großen Verlage, die eben über andere Plattformen weitere Einnahmequellen erzielen wollen oder eigene Plattformen aufbauen. Eher aus diesem Bereich kommen dann Lizenzangebote, die schwer verdaulich sind. Hallo? Ja, jetzt geht's. Ich wollte, also erstmal habe ich mich erinnert gefühlt, wenn ich bei iTunes Filme leihe oder Filme kaufe, dann macht das einen Preisunterschied. Und wenn ich sie leihe, dann kosten sie 2,99 und dann sind sie nach 48 Stunden wieder gelöscht, wenn ich sie geschaut habe. Oder ich kann sie auf die Festplatte. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Leihen und Kaufen. Und die Frage wäre ja, was passiert eigentlich in der digitalen Welt mit diesem Unterschied zwischen Leihen und Kaufen? Also verschwindet der möglicherweise komplett, ja, oder bleibt der irgendwie bestehen? Und Sie haben eben gesagt, psychologisch ist das ja so, dass wenn man ein E-Book leiht oder kauft, dass wir sozusagen unsere alten Begriffe von Leihen aus der materiellen Welt da drauf projizieren. Und das müsste man sich vielleicht tatsächlich einmal durchdenken. Also es wäre ja so, wenn ich ein Buch kaufe, dass ich dann mit dem Buch gleichzeitig eine Druckmaschine kaufe und jede Menge Papier, um unendlich viele Kopien davon herzustellen. Das heißt, in der digitalen Welt kauft man ja sozusagen mit dem einen Objekt gleichzeitig, also das Medium des Kaufs, nämlich der Computer, ist zugleich das Medium der Vervielfältigung. Und wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, dann kaufe ich mir nicht gleichzeitig das Leder und eine Produktionsmaschine, um davon 1500 Stück herzustellen. Und so müssten wir es im Grunde denken, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, in der digitalen Welt etwas zu kaufen, weil das Medium des Kaufs ist gleichzeitig das Medium der Vervielfältigung. Und ich glaube, das ist genau die sozusagen die juristische Herausforderung. Wie geht man damit um, wenn man nicht nur eine Sache kauft, sondern gleichzeitig die Möglichkeit der unendlichen Vervielfältigung? Und wenn man das stärker ins Bewusstsein hebt, dann könnte man vielleicht doch an den alten Unterscheidungen festhalten, dass es irgendwie ein Unterschied bleiben muss, ob ich etwas leihe oder ob ich etwas kaufe. Also ich glaube, die Frage wird vielleicht gleich in Ansätzen beantwortet. Ja, Matthias Spiegelmann sagte, und du musst jetzt alles beantworten. Ein bisschen fühle ich mich so und ich weiß, dass ich gleich alle so wahnsinnig enttäuschen werde, weil ich würde so irre gerne über Widerrufsrechte bei Autokaufverträgen sprechen und über Leihe, Miete und Erschöpfungsgrundsatz. Aber ich finde, also eine winzige Fußnote nur an Sie und dann aber vielleicht auch eine Frage an Sie, die möglicherweise schon gestellt wurde, als ich gerade eine Minute draußen war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihr Beispiel ist, Sie haben im Kern, haben Sie natürlich einen Punkt, ja, ich habe die Möglichkeit, dieses Werkexemplar x-mal zu vervielfältigen, während wenn ich ein Buch gekauft habe, dann gehörte mir das physische Objekt und ich kann das physische Objekt weitergeben, aber sobald ich es weitergebe, habe ich es nicht mehr, ja, also es kann immer nur an einem Ort sein. Und das haben wir halt im Digitalen nicht mehr so sehr. Zum einen kann ich möglicherweise aber diese Weitergabe durch technische Schutzmaßnahmen verhindern. Das ist vielleicht eine Welt, in der manche leben wollen und andere, es gibt auch gute Gründe, warum das vielleicht nicht so schön ist, da zu leben. Aber
ich glaube, man muss schon unterscheiden den Träger, auf dem ich das E-Book dann speichere, den Computer und den Kauf des Computers. Sie haben ja nicht den Computer und das E-Book gleichzeitig gekauft. Also das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Aber natürlich ist Ihr Punkt, dass Sie potenziell, wenn es keine technischen Schutzmaßnahmen gibt, dass Sie das Werkexemplar x-mal vervielfältigen können. Das ist auch ein rechtlich relevanter Punkt. Und der führt natürlich auch dazu, dass ich verstehen kann, dass Verlage, die Bibliotheken Rabatte einräumen, wenn sie ihnen Bücher verkaufen, dass sie ihnen nicht die gleichen Rabatte einräumen wollen, wenn sie ihnen E-Book zur Verfügung stellen. Das führt ja zu dem Punkt, den Herr von Gehlen vorhin gemacht hat. Eigentlich reicht ja, wenn eine Bibliothek ein E-Book in Deutschland kauft und alle Leser können dann gleichzeitig auf dieses E-Book zugreifen. Ja, wenn ich das dann noch mit Rabatten im Vergleich zum Einzelverkauf versehe, muss der Verlag auf jeden Fall sein Geschäftsmodell erheblich ändern. Ich bin auch überzeugt davon, dass sich Geschäftsmodelle im Verlagswesen ändern werden. Natürlich wäre es eine Frage des Preises, wenn man über solche Nationallizenzen, die es ja im wissenschaftlichen Bereich durchaus gibt, für Datenbanken etc. oder E-Journals, dass man darüber ein solches Problem im Grunde genommen über den Preis regeln könnte. Bibliothek und Kultursache ist Ländersache und eine nationale Lizenz. Da bin ich mal auf die Lösung gespannt. Aber Sie haben natürlich recht. Wenn dieses Kräfteverhältnis und das monetäre Verhältnis zwischen Bibliotheken und Verlagen zu beider Seite Zufriedenheit oder zu beider Seite Kapazitäten optimal gestaltet werden könnte, wunderbar. Und dann ist es eben eine Frage, brauche ich von 50 Shades of Grey 750 Lizenzen oder 1300 Lizenzen auf dieser zentralen Datenbank, damit Leser davon profitieren können. Das wäre eben dann die Frage und im Grunde genommen eine rein kommerzielle Frage. Funktioniert das? Ja. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Er hat für mich nochmal eine andere Perspektive eröffnet, weil ich hier an der wissenschaftlichen Bibliothek arbeite. Mein Name ist Katrin Schwertz, ich bin hier werde Fachreferentin, also habe gerade erst angefangen. Für mich stellt sich das ein bisschen anders dar. Sie haben Ihren Vortrag damit begonnen zu sagen, wir sind nicht die Produzenten der Literatur, sondern wir nehmen sie ab. Und da habe ich schon innerlich gedacht, nein, das stimmt überhaupt nicht. Denn wir begleiten eigentlich den Entstehungsprozess von Literatur. Und wenn wir uns so verstehen und weiterdenken und sagen, wir begleiten den Prozess von Anfang bis Ende, dann könnten wir auch irgendwann sagen, was interessieren uns die Verlage? Wenn die uns nicht wollen, dann wollen wir sie auch nicht. Weil wir nämlich Wege schaffen, Literatur zu veröffentlichen und das am Verlagswesen vorbei und das wirklich nach den Grundsätzen von Open Access mit freier Zugänglichkeit für jedermann und mit den entsprechenden Nutzungsrechten. Ich weiß, dass das für öffentliche Bibliotheken ein anderes Feld ist und dass das, was ich mir vorstelle, dann schon sehr illusionär ist wahrscheinlich, vielleicht auch nur visionär, dass wir auch in der Belletristik irgendwann andere Modelle entwickeln können. Aber gerade für die wissenschaftlichen Bibliotheken würde ich den Punkt nicht aus dem Auge verlieren. Denn das, was die Verlage mit uns machen, ist ja eine Form der Geiselhaft. Und wenn wir uns der entziehen wollen, dann müssen wir eigene Wege beschreiten und uns nicht diesen Marktmodellen unterwerfen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Also wie gesagt, mein Schwerpunkt lag eher eben aus der Sicht des Endverbrauchers, des Konsumenten am Ende der Kette. Wir haben jetzt hier, glaube ich, keinen typischen E-Book-Leser hier auf dem Podium. Aber Sie haben natürlich recht, dass in dem Falle die Aufgabenstellung zwischen einer wissenschaftlichen und einer Forschungs- und Spezialbibliothek da durchaus eine andere ist und diesen Prozess, in der Verarbeitung von Medien und Informationen in der Begleitung der Produktion von Medien etwas anderes als die einer öffentlichen Bibliothek, die ja auch eher Verbrauchsbibliothek ist als studienbegleitend. Völlig d'accord.